Hallo Freunde, willkommen zurück zu Castlevania 3, wieder mal. So, ich weiß, die Pause war jetzt wieder etwas lang, aber ihr seid ja leider nicht anders von mir gewöhnt und ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, du Axtfritze, ne? Wie hat er das gemacht? Einfach mal durch die Peitsche durchgehauen, weil er hat's drauf? Keine Ahnung. Naja, mal. Jetzt, wo ich auch noch neuerdings Arbeit habe, was heißt neuerdings, das sind schon vier Monate und ich habe kaum ein Video aufgenommen in der Zeit. Schrecklich ist das. ja, habe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich auf Zeit. Na, wo will die Krähe hin? Spannend. Okay, jetzt fliegt er nach Hause. Jetzt will er auch nicht mehr, wie mir scheint. Aber damit habe ich jetzt nicht wirklich das Problem. Du geh weg. Und hopp. Pam, pam, pam. Ja, und aber Gott sei Dank geht's mit Castlevania 3 weiter, denn ich bin ja an und für sich so ein Gamer, dass ich immer gerade Spiele, worauf ich Lust habe und Spiele manchmal pausiere und abbreche und du Penner. Na warte. Und dementsprechend wollte ich mich jetzt eigentlich an die Konsole setzen und dachte, komm, jetzt habe ich mal wieder Bock auf Fire Emblem 1, aber konnte mich gerade noch so zusammenreißen, weil sonst wird man ja nie fertig. So viel, wie einfach noch pausiert ist. Wow. Das hat beinahe eine scharfe Frisur gegeben. Der Mann geht tot. Jetzt haben wir den auch noch kaputt da oben. Nehmen. Das. Die. Da. Gott sei Dank gerade noch so gemerkt. Und tot. Dankeschön. Ne, was ist jetzt noch alles offen? Viele werden gar nicht mehr wissen, was alles noch da ist. Da ist, da haben wir erst einmal Anno, stimmt, der erste Anno. Ach, ich hasse das. Hätte ich mal die Axt behalten. Ja. Naja. Okay. Was kann einen richtig nerven, wenn man gerade angesprungen kommt und einfach nicht mehr reagieren kann. Da lässt einem das Spiel dann keine Zeit mehr zu, aber was soll's. Wir sind endlich im Bereich 6D. Au. Oh. Souverän gemeistert, würde ich sagen, aber man soll ja nicht lügen, Mann, oh. Ja, super. Und springen ist mir egal. Pam. Ihr Penner. Hat mein Mann eine Axt oder, ach Quatsch, nicht eine Axt, ein heiliges Wasser, aber so geht's auch. Dankeschön. So, runter. Wie gesagt, Anno, Final Fantasy The Later Years war noch offen. Nee, geh weg, jetzt will ich dich auch nicht mehr. The Later Years, yo. Dass ich. Dass ich das nicht weitergespielt habe, liegt simpel daran, dass ich es mehrfach aufgenommen hatte. Mist. Super. Dass ich es mehrfach aufgenommen hatte, aber das Ende einfach nicht aufnehmen wollte.
Also, was heißt nicht aufnehmen wollte, aus irgendwelchen Gründen konnte ich es immer nicht verwenden und ich habe das Ende zweimal gehabt und dann hatte ich irgendwie nicht so wirklich Lust. Super, nächster Level. Ging noch 5 Minuten, was? Verzeihung, was habe ich mich so angestellt bis jetzt? Oh, ich mag die Musik, ich drehe mal ein bisschen lauter. Ich glaube, ich hole mir wirklich... Hoppala. Kann ich darauf auf die Plattform? Nee. Hüpf, hüpf. Okay, hüpf. Und jetzt. Komm, komm, komm. Nee, geht leider nicht. Obwohl, hüpf, hüpf. Super. So, was war noch offen? Wir hatten jetzt Anno hatten wir. Wir hatten Anno, Final Fantasy. Harvest Moon ist noch offen. Ja, da liegt es wie gesagt ganz einfach darin, der Gastkommentar fehlt mir da ganz immens, weil das Spiel wirkt einfach so unsagbar langweilig ohne einen, der mitredet, weil da nie viel passiert. Hüpf, hüpf. Nein! Super. Egal, weiter geht's. Kommst du her? Dankeschön. Damit haben wir 3 Titel, die offen sind. Castlevania 3 ist jetzt noch offen. Und Lufia natürlich. Lufia, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen kommen da immer etwas längere Pausen rein. Und ja, ich habe dann immer sehr wenig Lust, mich reinzugucken. Geschafft. Geh weg, fieser Gremlin. Und deswegen sind die Pausen bei dem Spiel immer etwas länger. Dankeschön. 2x Weihwasser, yuppdi-du. Pam, pam, pam. Na also, geschafft. Das war's an aktuell aktiven Spielen. Tschüss, Axt. Oh Gott, das wird ja mal besser da oben. Aber nicht für mich. Erinnert mich ein wenig an den Level im ersten Teil, wo die ganzen Hunchbacks abgeworfen wurden von Vögelchen, aber gut. Ey, der war doch tot. War ihm aber offensichtlich egal, er trug's mit Fassung. Und was steht noch an von Spielen zumindest, die ich spielen muss? Turtle 2 und 3 immer noch? Ja, ich weiß. Das heißt Turtle 2 und 3. Turtles 4 fehlt auch noch und Hyperstone heißt. Mega Man 7, 8, 9 und Unlimited wollte ich auch spielen. Was, Unlimited oder Day in the Limelight? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist kurz, vor kurzem fertig geworden ist jedenfalls. Bitte, bitte, Broiler? Nö. Wow. Kommst du her, du Penner? Komm. Du Flasche. Dann halt so. Okay, ich darf mich jetzt nicht mehr treffen lassen. Da hinten. Da hinten gab's ein Dingens. Also, mit dem Dingens meine ich was zu essen. Und ich treffe. Entschuldigung. Egal. Au. Natürlich. Natürlich, natürlich.
Irgendwie kann das Spiel so frustrierend schwer sein, dass man bereits nach einem Level die Luft raus hat, aber sei's drum. Irgendwann ist auch mal gut, liebes Spiel. So. So, Kamerad. Dankeschön. 2 Meter zu spät. Was haben wir noch an Spielen? Ach ja, Sonic 3 und Knuckles fehlen immer noch. Und. So. Sonic 3 und ich bin tot. Nein, das war's jetzt eigentlich, was offen lässt. Außer, wie gesagt, Fire Hour. Fire Hour, genau, Fire Hour fehlt. Fire Emblem meine ich natürlich. Autsch. Hatte ich ja versprochen, dass ich das auch mal spiele. Ach ja, stimmt. Castlevania 4 und Dracula X fehlen auch noch. Und wenn ich dazu komme, auch noch Bloodlines. Geht das einfach durch die Peitsche durch, aber das kennen wir inzwischen von dem Spiel, das macht's gerne mal. Pam, wieder voll, damit ich oben auch schön runterfallen kann. Ja, und neben Let's Plays habe ich auch noch insgesamt 3 Spiele aktiv am Laufen, die ich nebenbei spiele. Das sind einmal Breath of Fire 2, Donkey Kong Country Returns und... Oh super, Skelett mit Peitsche, was gibt Schöneres? Donkey Kong Country Returns und Skyward Sword. Spiel, das ich zwar nicht wirklich mag, aber ich wollte es wenigstens mal durchhaben. Bereich geschafft, was mir allerdings einen Keks bringt. Schließlich bin ich... Oh Gott. Das war fies. Kommst du her, du Sack. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Wie man da oben rankommen soll, ist mir schleierhaft. So nicht. Au. Ist mir jetzt egal, ich möchte jetzt... Also so früh wollte ich kein Leben verlieren, deswegen gucke ich einfach mal, was da drin ist und springe dann in den Tod. Geh weg. So, weiter geht's. Ja, manchmal muss man einfach sterben, um im Leben vorwärts zu kommen. Komische Moral. Hüpf. Und noch einmal bitte. Danke. Schaff ich! So, nun sieht das Ganze doch wieder relativ manierlich aus. Ach nee, halt. Was auch immer mir das bringen soll, wenn ich nicht gerade vorgefordert tot stehe. What? Hallo, ich hätte gerne ein Peitschen-Upgrade mal. Da haben wir's doch. Ich weiß gar nicht, was ich mich beschwere. Du Hoppala. Da hatte ich nur einen erwischt.
Na bitte. Aber mehr sag ich nicht als na bitte. Ob das jetzt nur positiv oder negativ zu werten ist, verrate ich nicht, denn nachher sage ich was Falsches und dann sterbe ich gleich wieder. Man kennt's. Egal, einen Treffer kann man verkraften. Wenn es da oben so eine schnieke Bräulerkeule gibt. Super. Kann ich den eigentlich? Ja, kann ich. Guck mal hier. Kommt was geflogen. Super. Wehe, der steht jetzt wieder da? Nee. Au. Großes Herzchen wird mitgenommen. Nehmen wir alles mit, ist für alles Platz. Ein Herz für Vampirkiller. Wow, hoch da. Ach ja, hier kann ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder sterben. Wegen dem super tollen Super-Duper-Sprung. Und weiter Sprung. Ha. Ist doch alles ganz simpel. Stelle ich mich denn an? Ich wollte jetzt schon sagen, stelle ich mich denn an wie ein Mädchen, aber da hätten sich die weiblichen Zuschauer beschwert. Kaum zu glauben, aber ich habe solche. Au. Der Beweis, dass auch die Damen halt an Geschmacksverirrung leiden können. Und runter da. Damenheit. Oh Gott, ja. Muss das sein. Wow. So, diesmal stelle ich mich nicht ganz so dämlich an. Das war fies und unfair und ungerecht. Auf, dass du dich wieder hinlegen kannst. Dankeschön, gute Nacht. Au. Das ist genauso fies und unfair. Egal, runter. Brrrp. Dankeschön. Ah, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Willkommen. Dankeschön, Scheißspiel. Na komm, du Penner. Dankeschön. Ja. Wir haben schon wieder Überlänge, sehe ich. Das war wahrscheinlich dumm. Ja, war's. Super. Und nochmal rein. Boing. Ach ja, wie ist das schön. Ich wollte sagen, da hatte ich gerade einen Schluck getrunken, aber egal. Weiter geht's. Au. Komm her. Ist natürlich bereits ein sehr gutes Omen, wenn schon der erste Gegner am Level eintrifft. Aber das verrate ich keinem. Au. Au, stimmt.
egal. Einmal warten, dankeschön. Ach ja, stimmt, ich habe ja schon die lange Peitsche. Ich habe mich schon gefragt, wann die wieder kommt und ob ich vielleicht erst den nächsten Abschnitt wieder kriege, aber... So. Ja. Dankeschön, Spiel. Egal, nochmal runter da. Weißt du, den Level davor, 5 Minuten, Pam, kein Problem. Hier jetzt schon eine Viertelstunde dran. Aber egal, mitgefangen, nicht? Hehe.